So, einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Live-Trading der Non-Farm Payrolls heute am 3. August 2018. Und man möchte fast sagen, passend zu diesem Event, das erst in einer halben Stunde ansteht, hat sich gerade dann nochmal China im Zusammenhang mit dem Handelskrieg geäußert. Und ich dachte schon, ich würde jetzt hier gleich nur noch einen Trade präsentieren können, der aktuell offen ist. Aber ich präsentiere weiterhin zwei Trades. Das sind zwar Systemtrades, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall denke ich immer spannend, auf jeden Fall das auch zu sehen, wie managt man sowas, jetzt unabhängig davon, was da vielleicht noch an Trades kommt. Und vor allem wird sich jetzt an dieser Stelle mal zeigen, wieso ein solches sogenanntes Core-Spread-Modell, wie Tickmill es fährt, warum das eine super coole Sache ist. Weil tatsächlich ist der Trade im Euro-Yen in dem Fall, ist tatsächlich um 1,2 Pips nicht ausgestoppt worden. Und in einem Markup-Modell, was einige Broker ja fahren, also wo dann alle Kosten bereits zwar schon im Spread enthalten sind, nichtsdestotrotz, wodurch natürlich der Spread auch sich breiter darstellt, gibt es dann sicherlich den einen oder anderen Broker, der an der Stelle jetzt hier zeigen wird oder müsste zeigen, dass dieser Trade wahrscheinlich ausgestoppt wäre. Also das ist sicherlich etwas, was nochmal unterstreicht, wie wichtig das ist, diesen Core Spread auch mit in sein Trading mit einzubeziehen, denn er kann dann durchaus dazu führen, dass der Trade am Ende nicht ausgestoppt wird. Kann natürlich sein, dass das jetzt noch kommt. Also noch von Payrolls, wir wissen, Euro-Japanischer Yen ist jetzt nicht direkt betroffen, weil der US-Dollar hier keine Rolle spielt, aber wir haben Euro-US-Dollar, wir haben Dollar-Japanischen Yen. Und wenn der Euro da einfach mal stärker auf zum Beispiel einen schwachen Datensatz reagiert aus den USA, als der japanische Yen in der Lage wäre, Momentum aufzunehmen, dann kann es auch sein, dass dieser Trade natürlich noch rausfliegt. Wir wollen es natürlich für unseren Trade nicht hoffen. Bevor wir jetzt gleich starten, zunächst einmal ganz wichtig, das bin ich und das bin ich derjenige, welcher der dieses NFP Live Trading hier präsentiert. Der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und sei ja nicht für jeden Anleger geeignet. Und bevor man mit dem Live-Trading beginnt, sollte man bitte seine finanziellen Umstände, Risikoneigung, Erfahrungsstand und Handelsziele auch sorgfältig prüfen. Und ja, über die ESMA-Entscheidung, die jetzt seit Montag bereits, das ist meine Vita, die können wir uns auch an der Stelle erstmal schenken vielleicht, im Zusammenhang mit der ESMA-Entscheidung, auf die wollen wir jetzt nicht eingehen. Also tatsächlich ist es in diesem Zusammenhang so, dass eine Professionalisierung immer ausgehend von demjenigen, welchen stattfindet, Trader, der das für sich dann in Betracht zieht. Wenn man mich fragt, ich für mich muss, bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich natürlich diese Frage für mich absolut mit Ja beantworten kann, professionalisiere ich mich oder nicht, weil ich eben einerseits diese Erfahrung in der Finanzindustrie habe und andererseits auch mindestens die 10 Trades pro Quartal mache. Ergänzend dazu gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der das erfüllt, weil er noch 500.000 Euro liquide Mittel zur Verfügung zum Beispiel hat. Das ist nämlich der dritte Schritt, den man dann hier erfüllen könnte, um diese Professionalisierung vorzunehmen. Nichtsdestotrotz ist es eben entsprechend so, dass jeder das für sich selber entscheiden müsste. Alles, was ich im Zusammenhang mit Tickmill sagen kann und weiß, ist, dass Tickmill auch professionalisierten Kunden dennoch die Möglichkeit bietet, keine Nachschusspflicht zu haben. Das heißt allerdings an der Stelle jetzt nicht, dass man das jetzt als Grundlage nimmt und sagt, oh cool, dann mache ich ein Konto bei Tickmill auf. Nutzt das, wenn das für euch interessant sein sollte, gerne als Basis, um dann mal mit Tickmill in Kontakt zu treten und euch dort nähere Informationen zu holen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr, sehr attraktive Lösung. Auch ausgehend von der Tatsache, dass Tickmill ja bekanntlich FCA reguliert ist, Tickmill Limited, und damit auch aus dieser Perspektive sicherlich ein Blick näher wert ist. Wie gesagt, und ergänzend dazu, dann kommen noch diese super attraktiven Spreads, die sich auch gleich mal, ich glaube, nicht zu viel zu versprechen, auch wieder zeigen werden, dann zu den Non-Farm Payrolls, wo es ja ganz natürlich durch eben das Austrocknen der Liquidität zu Spread-Ausweitungen kommt. Und nichtsdestotrotz, selbst in diesen schnellen Marktumfelden, Tickmill eine sehr, sehr solide Anbindung bietet. Das haben wir schon bei den letzten Non-Farm Payrolls Anfang Juli ja gesehen, dass hier nicht nur die Spreads nicht auf ein massivstes Aufgehen. Wir können auch gerne gleich übrigens, wenn sich das noch zeigt, wenn wir die Zeit dazu noch finden, können wir da gerne darauf eingehen, was überhaupt da passiert, also warum die Spreads aufgehen. Wir haben auch hier hinten übrigens, das kann man, hoppala, ich lasse es mal besser so, also hier das Ausrufezeichen, das ist da, wie der Spread sich aktuell darstellt. Dann können wir das mal ganz kurz zeigen, warum gehen die Spreads eigentlich auf? Und ja, also Fakt ist auf jeden Fall einmal, das ist etwas, was eben
im Zusammenhang mit den Non-Farm Payrolls auch dann mit diesem Trade beispielsweise hier eine sehr, sehr interessante Angelegenheit eben darstellt. Wir sehen es hier an dieser Stelle nicht. Also wir sehen den aktuellen Preis bei 129,33. Der Stop liegt bei 23,4. Und wer sich eine Demo schon mal von Tickmill runtergeladen hat, der kann aktuell, wenn er den Euro-Yen eben aufmacht, das wollte ich jetzt hier nicht machen, weil das Problem ist, ich habe das nämlich jetzt so eingerichtet, dass wir diese vier Charts alle drauf haben. Wenn ich da jetzt zu noch einen zusätzlichen Chart aufmache, dann kommt hier meine Aggregation so ein bisschen durcheinander. Deswegen lasse ich das jetzt an der Stelle. Wir machen das vielleicht später. Also Fakt ist auf jeden Fall, wir können sehen, dass aktuell das Hoch bei 52,2 liegt und damit knapp unterhalb dieses Hochs von 53,4, was eben jetzt ja äußerst ungünstig gewesen wäre, wenn man da punktgenau rausgepiekst wird und dann eben nicht mehr Teil dieses Trades ist. Denn ich denke, wir haben durchaus auch noch eine Chance, dass dieser Trade sich gut entwickeln kann. Das ist dann genau im Moment der Fall, wo vielleicht der US-Dollar nicht das Momentum aufnehmen kann, was er aktuell verspricht oder was er gestern Abend bereits aufgenommen hat. Nämlich im Zusammenhang mit den, ja, ich muss sagen, ich würde jetzt gerne sagen, im Zusammenhang mit guten Zahlen, die veröffentlicht worden sind, aber gestern war der Wirtschaftsdatenkalender gar nicht mal so prall gefüllt, warum der US-Dollar da gestern hat so die Muskeln zeigen oder Muskeln spielen lassen haben, warum er so die Muskeln hat spielen lassen, so weiß ich gar nicht, kann ich an der Stelle gar nicht sagen, aber es ist eine gute Indikation dafür, was zu erwarten wäre, wenn jetzt nochmal ein guter Datensatz eben folgt, der die Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Zinsschritt, der erste ist eigentlich schon nahezu vollständig eingepreist, wir werden das gleich im Fed Watch Tool sehen, mit einer 94-prozentigen Wahrscheinlichkeit, was dann eben da noch im Dezember folgen könnte als zweiter Zinsschritt. Ich will aber noch mal ganz kurz auf diese kurze Entwicklung hier eingehen, zum Beispiel im Euro. Nehmen wir mal diesen Chart und ich zoome mal ganz kurz scharf rein und fahre mal hier zack zum Ende. Wir sehen diesen kurzen bullischen Spike, der da stattgefunden hat. Die Frage, die sich stellt, ist, wo kam das her? Es gab eine Meldung, die über den Ticker lief, nämlich, dass die Chinesen verkündet haben, dass sie ihre aktuellen Maßnahmen prüfen oder einzuleitende Maßnahmen prüfen, so rum formuliert, um die Entwicklung am Devisenmarkt zu stabilisieren. Was jetzt ein bisschen seltsam im ersten Moment klingt, ist die etwas diplomatische Art und Weise zu formulieren. Wir werden alles dran setzen, um ihre Währung jetzt zu stabilisieren. Warum wird das thematisiert? Wir haben gesehen, auch das will ich jetzt hier nicht zeigen, aber der ein oder andere erinnert sich an den ein oder anderen Chart aus dem Morning Meeting. Wir haben eine sehr massive Abwertung seit Ende März schon bereits im chinesischen Yuan zu sehen bekommen. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der das als Gegenmaßnahme zu der Eskalation im Handelskrieg mit den USA eben dann sieht, eine Abwertung, eine Schwächung der Währung, eine künstliche Schwächung der Währung, eine Manipulation, die ist in der Lage, mögliche negative Effekte, die Zölle dann haben könnten, auf die Exportwirtschaft des jeweiligen Landes, welches betrifft. Also das heißt, chinesische Güter, die in den USA exportiert werden, dann ist es in diesem Zusammenhang eben so, dass man durch die Schwächung der Währung versucht, die Güter attraktiver zu gestalten und dennoch eine attraktive Nachfrage in dem jeweiligen belieferten Land zu provozieren. So formuliere ich das mal. Und nun, jetzt ist es dann in dieser Konstellation eben so, dass wir eine massive Abwertung im chinesischen Yuan zu sehen bekommen haben, die allerdings einen fast parabolischen Charakter angenommen hat. Und dadurch ist es passiert, dass wir auch eine sehr starke Beschleunigung von Kapitalabflüssen aus dem Land der Mitte, also aus China, zu sehen bekommen haben. Und genau diese versucht China jetzt zu stabilisieren, weil das nämlich dann jetzt auch beginnt, dennoch negative Auswirkungen durch die massive Abwertung der eigenen Währung auf die eigene Wirtschaft oder auf das, ja, auch doch auf die eigene Wirtschaft eben zu haben. Und diese Stabilisierungsmaßnahmen, die da jetzt formuliert worden sind, wie würden die ablaufen und weswegen ist das dann jetzt hier erklärt mit solch einem Push im Euro-US-Dollar auf der Oberseite? In meinen Augen relativ einfach, nämlich, dass man erwarten darf, dass die Chinesen aggressiver den US-Dollar verkaufen, um ihren chinesischen Yuan eben zu stabilisieren. Und durch diesen Verkauf von US-Dollar ist es natürlich so, dass dann entsprechend hier beispielsweise der Euro oder auch British Pfund anziehen. Zeitgleich aber zum Beispiel sieht man, dass zum Beispiel der japanische Yen davon nicht ganz so positiv profitieren kann. Also das ist jetzt ein Tageschart. Wir können das mal ganz kurz hier reinzoomen auf den 15-Minuten-Chart. Wir sehen zum Beispiel, der Dollar hat zwar jetzt auch zum japanischen Yen ein wenig verloren, aber in Relation hat er hier weniger verloren. Und die Frage, die sich natürlich an dieser Stelle ist, warum ist das der Fall? Nun, weil man das dahingehend interpretieren könnte, dass man sagt, nun, da
Das ist jetzt ein Big Player, der in den Markt kommt. Also eine Zentralbank, an der Stelle die chinesische Zentralbank, das ist ja nicht irgendwie eine kleine Pommesbude, sondern wir reden ja hier von einer Zentralbank, die in der Lage ist, riesengroße Volumina an den globalen Devisen, an den globalen Anleihemärkten, an den Equity-Märkten und dergleichen zu bewegen. Und das heißt dann etwas anders formuliert natürlich, dass man hier seitens der Marktteilnehmer Hoffnung schürt, dann so ein bisschen, oder Hoffnung hat, dass dann eben ein solch großer Spieler, der in den Markt kommt, in der Lage ist, eventuelle Volatilität auch an den Aktienmärkten eben dann zu stabilisieren, an den Anleihemärkten zu stabilisieren. Und das ist wiederum etwas, was Marktteilnehmer dazu tendieren lässt, japanische Yen zu verkaufen, also sich in japanischen Yen zu verschulden, um dann damit höher verzinste Assets zu erwerben, zum Beispiel Aktien oder zum Beispiel eine höher verzinste Währung, zum Beispiel den US-Dollar und dergleichen. Und was man dann eben zu sehen bekommt, ist eben, dass in diesem Marktumfeld der japanische Yen nicht in der Lage ist, dieses Momentum dann gegen den US-Dollar aufzunehmen, wie es zum Beispiel der Euro ist. Und das ist dann etwas, was eben dann kurz auch den Euro-Yen nach oben ziehen lässt, weil, das will ich mal kurz hier zeigen, mache das wieder mit meinem beliebten Editor. Weil eben zum Beispiel Euro-japanischer Yen, das Währungspaar, sich ja zusammensetzt aus Euro-US-Dollar multipliziert mit Dollar-japanischen Yen. So heißt, wenn Euro-Yen nach oben, Euro-US-Dollar nach oben zieht und Dollar-japanischer Yen stabil ist, dann geht auch Euro-Yen nach oben oder umgekehrt. Und das ist eben jetzt genau das, was es dabei zu berücksichtigen gibt. Übrigens, meine Spekulation ist jetzt gerade eben bezogen auf die Non-Farm Payrolls, auf die wir jetzt auch gleich schauen wollen. Wäre natürlich dann folgende: Wie könnte denn jetzt euro-japanischer Yen von einem Datensatz aus den USA profitieren? Was wir wissen ist, dafür muss ich jetzt aber kurz schauen. Jetzt kommt mir gerade nämlich eine Idee. Ich kann mal ganz kurz was zeigen. Oje, oje. Aber wo habe ich die Grafik? Das passiert, wenn man dann just genau in diesem Moment. Boom, there we go. Da ist die Grafik. So, das ist eine Grafik aus einem Buch, was ich auch geschrieben habe. Forex Trading heißt das. Und diese Grafik zeigt den Zins 10-jähriger US-Staatsanleihen und Dollar-japanischer Yen und wie stark positiv der zueinander korreliert ist. Also anders als anders. Wenn der Zins fällt, sollte man erwarten, dass Dollar-japanischer Yen eben auch fällt und umgekehrt. Und man sieht auch, dass das schon eine längere Zeit her ist. Also das erste Buch Forex Trading ist in 2014 erschienen. Deswegen gibt diese Grafik auch nur bis 2014 hier in den Juli. Das hat sich aber in der Zwischenzeit nicht verändert. Das ist jetzt insofern interessant, als dass, wenn die Non-Farm Payrolls enttäuschen und es dann zu einem heftigeren Abprall im US-Dollar kommt gegen die 95er-Region, auch die werden wir uns gleich nochmal anschauen, dass das auch bedeutet, dass das einhergehen dürfte mit einem Rücksetzer im Zinsmarkt. Das ist jetzt nicht, wir reden jetzt hier nicht von Prozenten, wir reden von ein paar Basispunkten, aber die sind ausgehend von der Größe und der Tiefe des Anleihemarktes in der Lage, dennoch auch starke Bewegungen im Devisenmarkt auf den Weg zu bringen. Und das Interessante dabei ist, dass normalerweise Dollar-Yen darauf wesentlich sensibler reagiert als zum Beispiel Euro-US-Dollar. Was wiederum bedeutet, ich erwarte in solch einem Fall, dass die Namen von Payrolls schwach reinkommen, einen aggressiven Push im Dollar-Yen auf der Unterseite und Euro-US-Dollar dann eventuell auch nochmal bullish, also mit einem kurzen Sprung nach oben, nichtsdestotrotz nicht annähernd so bullish, wie Dollar-Yen auf der Unterseite short performen würde. Was wiederum heißen würde, Euro-Yen zum Beispiel wäre dann sehr wahrscheinlich eher auf der Unterseite anzutreffen. Das ist übrigens eine ähnliche Argumentation, wie wir sie auch bei den letzten Non-Farm Payrolls übrigens hatten. Da hatten wir einen Moment. Oh, jetzt muss ich lügen. Hatten wir einen Long Trade? Ich glaube ja, ich glaube, wir hatten sogar einen Long Trade, wo die Non-Farm Payrolls solide reingekommen sind, aber der Euro trotzdem hat positiv performen können. Genau so. Wir müssen jetzt doch auf den Kopf rechnen, weil jetzt ist es oder auf den Kopf gestellt denken, weil nämlich jetzt heute ist es ein Short Trade. Aber da war es eben dann zum Beispiel so, dass der Euro hat von diesem Datensatz dennoch einigermaßen solide profitieren können, während Dollar zum japanischen Yen nicht ganz so stark angezogen ist. Und dadurch hat der Euro-Yen dann tatsächlich doch Momentum auf der Oberseite aufnehmen können. Okay, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden gleich dann uns das noch etwas genauer anschauen. Wir sehen, dieser Impuls wird gleich wieder verkauft, was natürlich jetzt sehr günstig ist, weil er wird aggressiver im Euro wieder verkauft. Der Markt pendelt zurück zu seinem Normal, was wiederum relativ positiv ist und uns auch ein bisschen Spielraum für den Euro-Yen auf der Oberseite gibt. Denn auch wenn Euro-Yen nicht direkt davon betroffen ist, so ist es dennoch so, dass das
ich gerne vermeiden möchte, zu nah im Bereich meines Stop-Levels zu traden zu dieser News, weil auch da potenzielle Slippage entstehen kann. Also eine schlechtere Ausführung als die, die ich eigentlich haben möchte. Wenn der Stop getriggert wird, dann will ich auch gerne zu 53,4 raus aus dem Markt und nicht irgendwie zu 57 oder 58, weil das nochmal ein paar Euro eben zusätzlich an Performance dann entsprechend kosten würde, also langfristig gesehen. So, wir kommen zu also der Frage, warum sind die Non-Farm Payrolls heute spannend? Und das hat damit zu tun, das hatte ich schon beim letzten Mal gesagt und das war sehr dankbar. Das hat damit zu tun, weil der letzte Zins, vorletzte Zinsentscheid, müssen wir sagen, das sieht man auch hier in Klammern, anders als die FED-Entscheidung am Mittwoch, die hat nämlich überhaupt gar keine Neuigkeiten gebracht. Deswegen habe ich sie auch weder in meiner Betrachtung in der letzten Woche irgendwie thematisiert, noch in irgendwelchen Morning-Meetings zu Beginn der Handelswoche. Es war zu erwarten, dass da nicht besonders viel passiert, weil eben eine Zinsanhebung seitens der FED Entschuldigung, ein Verharren auf dem Status quo zu nahezu 100% eingepreist war. Aber die Zinsentscheidung zuvor im Juni war spannend, weil nämlich dieser Dotplot hier gezeigt hat, dass, und das ist nochmal die Grafik, die hatte ich schon im letzten Monat gezeigt gehabt, weil das gab einen kleinen Switch in Richtung einer Zinsanhebung im Juni seitens der FED. Und dieser eine Markt, also nicht Marktteilnehmer, sondern dieses eine FED-Mitglied, das stimmberechtigte FED-Mitglied, das sich hier dort entschieden hat, dort dann in Form eines Punktes kenntlich gemacht, zu jenen zu switchen, die sagen, eigentlich sind es zwei Zinsanhebungen, also eine im September und eine im Dezember, die wir auf den Weg bringen sollen, weil das Wirtschaftswachstum wirklich solide ist und das rechtfertigt. Dieser eine Punkt, der nach oben gewandert ist, muss man wirklich ganz genau hingucken. Aber genau der macht diese News jetzt super spannend. Denn genau dadurch ist es nämlich dann so, dass jeder gute Datensatz gemeinhin eigentlich nochmal positiv für den US-Dollar wirken sollte und jeder schwache Datensatz die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass es zu einer zweiten Zinsanhebung eben im Dezember kommt. Und genau das ist der Grund, weswegen eben tatsächlich hier diese Non-Farm Payrolls heute ebenfalls erneut spannend sind und auch im nächsten Monat spannend sein werden. Hier ist es dann so, das ist eine spekulative Positionierung, in dem Fall jetzt mal einfach aufbereitet dann von einem Analysten namens John Kickleiter. Das ist ein ehemaliger Kollege von mir, der macht das immer relativ schön grafisch, schaut er sich das an. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass vielleicht sogar eine Grafik dann über die Webseite von barchart.com noch ein bisschen besser ist. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. Und zwar ist es nämlich so, dass wir hier in diesem Barchart, also in diesem Balkenchart, nicht Candles, sondern hier arbeiten wir in Balken, aber das tut nicht zur Sache, dass wir sehen, dass wir hier einen sehr starken Widerstandsbereich auf der Oberseite finden. 95 bis 95,30 ist es ungefähr. Und wir traden in diesem Bereich und zeitgleich sehen wir, dass die spekulative Nachfrage der Großspekulanten, also der sogenannten Large Specs hier, die grünfarbene Linie, dass diese leicht nach oben tendiert. Und das deutet darauf hin, oder beziehungsweise das zeigt aktuell tatsächlich, hier bei diesem Datensatz, der immer einmal pro Woche von Seiten der CFTC im sogenannten Commitment of Traders Report zur Verfügung gestellt wird, dass derzeit diese spekulative Nachfrage auf den höchsten Stand seit 18 Monaten gestiegen ist. Das bedeutet etwas anders formuliert, Großspekulanten, also wir reden hier von Hedgefondsmanagern, von sogenannten CTAs, Commodity Trading Advisors, Leveraged Funds, das wird hier unten nochmal tatsächlich besser aufbereitet, aber das wollen wir jetzt nicht anschauen, das ist zu viel Kleinkram, so nenne ich ihn jetzt mal. Das kommt wird dem natürlich überhaupt nicht gerecht, das ist eine super gute Aufbereitung, aber nichtsdestotrotz, wir wollen uns nicht in Details verrennen. Wir sehen einfach, die antizipieren einen Bruch höher, also die sind sehr bullish für den US-Dollar, was wiederum natürlich dann auch unterm Strich bedeutet, wenn die Daten jetzt heute, die erwartet werden mit 190.000 neu geschaffenen Stellen aus den USA, die Erwartungshaltung nicht erfüllen können, dann ist es einfach mal so, dass wir in dieser Konstellation auch aus dieser Perspektive vielleicht eine Reduktion dieser Long-Positionierung zu sehen bekommen, weil die Marktteilnehmer beginnen skeptisch zu werden und sich die Frage stellen, na, ist es denn wirklich so, dass wir jetzt dann einen zweiten Zinsschritt zu sehen bekommen? Ich glaube nicht, dass der, oh, Verzeihung, das ist natürlich falsch. Fed-Watch-Tool wollte ich haben. So. Es ist natürlich nicht so, dass der Datensatz heute in der Lage ist, hier wirklich diese Erwartungshaltung des Marktes komplett auf den Kopf zu stellen. Also das wird nicht passieren. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, es geht nur um Basispunkte. Das sind Nuancen, aber diese Nuancen sind in der Lage, starke Volatilität eben zu initiieren. Und das sehen wir eben hier, 19. Dezember. Da haben wir aktuell eine Wahrscheinlichkeit von etwa 70%. Also der Markt ist relativ sicher, dass es auch einen zweiten Zinsschritt gibt. Und genau wenn diese unter 70% droppen würde wieder, wäre das in der Lage, alleine den US-Dollar sehr stark unter Druck zu bringen, weil nämlich diese Entwicklung hier
im Terminmarkt. Und hier sehen wir übrigens dann auch für September zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit von 94%. Diese Wahrscheinlichkeit, dieser Drop, das sind die 94%, wäre in der Lage, eben hier Verkaufsdruck im US-Dollar auf den Weg zu bringen, der einen Abprall gegen die 95 bedeutet und der eben dann in der Lage ist, unterm Strich hier Euro-US-Dollar zum Beispiel über das 1,16er-Level wieder signifikant laufen zu lassen, aber zum Beispiel auch Dollar-japanischen Yen unter die 111 fallen zu lassen. Eventuell sogar dynamischer, ausgehend von der gerade thematisierten sogenannten Zinskorrelation. Und so, jetzt ist es dann eben in dieser Konstellation so, wir können so viel philosophieren, wie wir wollen. Oh, das ist ein bisschen komisch. Einen Moment, ich muss mal eben hier was machen. Ich will mal kurz die Schriftgröße ein bisschen reduzieren, weil jetzt offensichtlich diese. So, jetzt ist es besser. Was ich jetzt mache, ist, ich erstelle ein Szenarientableau. So, mit der Erwartung neu geschaffener Stellen, XRGRA, die schaue ich mir vorher an. Die sind bei 193.000, ganz genau. Ich hatte gerade 190 gesagt, sind 193.000. Die durchschnittliche Stunde, das ist die nächste Komponente, die ich mir hier betrachte, von 0,3%. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe jetzt einfach mal durch. Schlechter als erwartet, wie erwartet und besser als erwartet. Das sind die nächsten drei Slides, die wir uns im Grunde genommen anschauen. Und mache dann Folgendes. Ich schaue mir einfach an, was erwarte ich jetzt für den jeweiligen Markt. Euro-Dollar, DAX, Gold und Dollar-Yen. Das war das, was ich gerade schon, wie gesagt, auch im MetaTrader vorbereitet habe. Wir gehen jetzt einfach mal da durch, um einfach eine Idee zu bekommen, in welche Richtung könnte das dann gehen, wenn die Zahlen wie erwartet oder unter der Erwartung oder über der Erwartung rauskommen. Also NFP ist kleiner 160. Da sieht man schon, ich bin da relativ bereit, sehr weit runter zu gehen, weil ich denke, dass jeder Datensatz, der im Bereich der Erwartung liegt, also alles, was 170 bis auch 180.000 liegt, das liegt das vielleicht unter der Erwartung, aber unterm Strich immer noch in einem sehr, sehr soliden Bereich. Und der wird an einer Reduktion dieser Wahrscheinlichkeit hinsichtlich eines zweiten Zinsschrittes in der zweiten Hälfte dann 2018 nichts ändern. Wir haben die Average Hourly Earnings, die durchschnittlichen Stundenlöhne, die kommen dann kleiner als 0,3% rein. Das wäre schon eher in der Lage, den Markt zumindest kurzfristig auch zu beeinflussen. Und das wäre eben so, dass das US-Dollar bearish wäre. Abprall gegen die 95, 95, 30. Denn der sogenannte hawkische Touch, also genau dieser eine Sprung in diesem Punkt, in diesem Dotplot, der würde konterkariert werden. Also diese Dotplot-Grafik, die ich gerade zeigte, der würde konterkariert werden und die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Zinsanhebung würde kleiner. Das heißt aber jetzt nicht, dass die nicht stattfinden würde. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Es geht hier vor allem um dieses News-Event und welche Auswirkungen es jetzt ganz kurzfristig auf den Markt haben könnte. Also das darf man nicht vermixen. Also, dass man jetzt sagt, ein NFP kommt schlechter rein, oh, das heißt keine Zinsanhebung oder keine zweite Zinsanhebung. Das ist damit nicht gemeint. Es ist nur kurzfristig in der Lage, die Volatilität in die eine oder andere Richtung eben oder den Markt in die eine oder andere Richtung dann zu schieben. Den US-Dollar an der Stelle eben. So, Euro-US-Dollar wäre bullish. Und ich mache jetzt etwas, das habe ich vorher noch nie gemacht. Ich packe das in Anführungsstriche hin. Warum tue ich das? Weil bullish im derzeitigen Umfeld im Euro-US-Dollar alles andere als bullish ist. Und das hat damit zu tun, was gestern passiert ist. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, den Daily zum Beispiel, ja, also wir sind alles in allem erstmal Range gebunden, Euro-US-Dollar, aber gestern, wir tropfen halt doch sehr deutlich gegen die 1,17, 1,17,50 nach oben ab. Und was wäre jetzt hier bullish? Na, es hieße, dass wir vielleicht nochmal in diesen Bereich vorstoßen, aber das ist natürlich alles andere als bullish. Also wirklich bullish wäre eigentlich erst, wenn wir über 18,50 ziehen würden. Und das ist das, was ich dann hier im Moment, mach das mal wieder klein, so, was ich dann eben im Zusammenhang mit dem Euro-US-Dollar in Anführungsstriche packe. Also das heißt, Korrektur der seit Dienstagabend bereits, also vor der Fed schon eingeleiteten Korrektur oder dieses Laufens, dieses Driftens in Richtung der 1,16er-Region oder dieses leichten Fallens darunter, nachdem wir gegen die 1,17,50 eben abgeprallt sind. Aber alles in allem ist es eben so, ich sehe, und das merkt man hier schon, ich sehe den Euro-US-Dollar jetzt nicht massiv stark anziehen, wenn die NFPs enttäuschen würden. Den DAX sehe ich gefühlt eher bearish. Ich würde sogar denken, dass es dann eine gute Chance gibt, dass es einen erneuten Push nochmal Richtung 12.500 gibt. Der DAX kann sich gerade relativ stabil halten, nachdem er gestern ja erst abverkauft wurde und dann in den Abend hinein sich hat wieder stabil präsentieren können. Gefühlt würde ich auf schwache NFPs sehen, dass wir Sorge vielleicht haben, Eskalation eines Handelsstreites. Wir haben jetzt also einen Zinsanhebungszyklus seitens der Fed und zeitgleich kommt die Wirtschaft so ein bisschen aus dem Tritt. Das wäre etwas, was eher für
der Aktienmärkte und in dem Fall auch für den DAX eben eher einen Push auf der Unterseite favorisiert. Oberhalb von 12.400 Punkten sehe ich aber zum Beispiel für die Bullen noch keine Gefahr. Also alles, was oberhalb von 12.400 Punkten liegt, ist für den DAX jetzt noch nicht wirklich gefährlich. Man sieht übrigens auch hier schon zum Beispiel, also es geht eher so in Richtung Non-Event vielleicht sogar. Die Non-Farm-Payrolls sind gar nicht mal so in der Lage, jetzt da sie mega wohler auf den Weg zu bringen nach oben oder unten. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber nichtsdestotrotz, also meine Hoffnung, dass da jetzt game-changendes News-Event heute über den Ticker läuft, ich glaube, die sind, also das wäre einfach vermessen, wenn ich davon ausgehen würde. Dollar-Yen, neutral bis bearish. Auch hier bin ich relativ verhalten, wobei meine Tendenz natürlich ausgehend von meiner Positionierung im Euro-Yen eher in Richtung aggressiv bearish geht, aber auch hier Trading oder auch generell die Märkte und solche News-Events, das ist keine Wunschveranstaltung. Es ist denkbar, dass es mindestens einen Test der 111er-Region, 110,80, 111er-Region nochmal gibt. Wenn wir unter 110,50 rutschen würden, wenn genügend Sorge in den Markt kommt, dann auch im Equity-Bereich Risikoaversion reinfließt, dann ist natürlich Dollar-Yen mit der Short-Seite auf jeden Fall zu favorisieren, anders als zum Beispiel Euro-US-Dollar bullish. Ja, und dann ist zum Beispiel auch Euro-Yen eine relativ gute Version, glaube ich. Und es könnte dann in der kommenden Woche eben ein Push Richtung 159 kommen. Und Gold wäre auch hier bullish in Anführungsstrichen, besonders nach Abverkäufen gestern, also mit einer Gegenbewegung Ziel 1220 eben zu erwarten. Wobei Gold jetzt hier ja schon bereits eine erste Gegenbewegung initiiert hat. Mit, wie gesagt, erstem Ziel, naja, wie gesagt, 1220 vielleicht. Gold müssen wir mal abwarten. Schauen wir mal, wie sich Gold grundsätzlich entwickelt. Ich bin gerade so ein bisschen für Gold skeptisch, weil meine grundsätzliche Tendenz, für Gold eher positiv zu sein, die ist gestern schon wieder so ein bisschen mit neuen Jahrestiefs erschüttert worden. Ich würde alles in allem gerne einen Push über 1235, 1236 US-Dollar pro Fein Unze sehen. Ob das durch die Non-Farm Payrolls heute initiiert wird oder zumindest ein Test mindestens mal, sollte abgewartet werden. Aber aktuell traden wir kilometerweit unterhalb dieses Levels. Also 2% kilometerweit ist sicherlich anders, aber also da muss noch ein bisschen was mehr kommen. Und ich glaube nicht, dass ein Non-Farm-Payrolls-Datensatz in der Lage ist, der jetzt unter der Erwartung veröffentlicht wird, genau solch eine Bewegung eben zu initiieren. Wir wollen durch die nächsten, weil ich jetzt ein bisschen auch Momentum mal hier aufnehmen möchte. Wir haben noch 2 Minuten. Wir wollen durch die nächsten ein bisschen durchswitchen. Non-Farm-Payrolls hier, nächstes Szenario, 175.000 bis 210.000. Also auch hier sieht man, ich gebe dem Markt da durchaus ein bisschen Spielraum auf der Unterseite. Durchschnittliche Stundenlöhne, das ist die Keyzahl, 0,3%. Das könnte den Dollar noch ein bisschen treiben. Die Attacke wenigstens auf die 95, 95, 30 eben initiieren, weil das eben diesen hawkischen Touch der Fed eben initiieren würde. Und ich denke, dass das zum Beispiel für den Euro-US-Dollar bärisch wäre und das gestrige Momentum nochmal beschleunigen würde. Also, dass wir dann in Richtung 1,15 auch in der kommenden Woche eben laufen. Die Attacke auf die 1,15 wäre denkbar, wenn die NFPs wirklich stark überzeugen. Das wäre allerdings abzuwarten. DAX Equities würde ich mich in solch einem Fall ungern jetzt festlegen wollen. Also könnt mir vorstellen, dass wir vielleicht nochmal uns die Tagestiefs vielleicht angucken. Vielleicht gibt es aber auch, ja, vielleicht gibt es stattdessen den Push auf der Oberseite Richtung 12.700. Ich glaube, auf jeden Fall mindestens kann man schon mal sagen, nochmal ein Attack auf die 12.5 wäre erstmal unwahrscheinlich. Dollar-Yen spannender, Schluss oberhalb von 112 ist durchaus realistisch. Da müssen wir aber auch jetzt mal abwarten, in welche Richtung der Markt jetzt gleich dann diese News aus China interpretiert, diese Meldung. So, was wir jetzt machen, ist, wir schauen jetzt erstmal auf die Price Action und wollen dann alles weitere gleich diskutieren. Wir sehen, wir haben jetzt noch 30 Sekunden bis zum News Event und wir sehen jetzt bereits, der Durchschnittsspread, Pi mal Daumen, der liegt ungefähr bei 0,2 Pips bei Tickmill im Euro-US-Dollar. Und wir sehen, jetzt geht er bereits auf. Aber überspringt auch zum Beispiel noch nicht die eine Ein-Pip-Marke. Ja, also wir sind jetzt hier noch nicht dramatisch, aber was wir definitiv sehen, ist, der Spread geht auf, auch im Pfund, auch im Dollar-Yen zum Beispiel. Der Spread weitet sich aus durch eben Sorge, die in den Markt kommt. Wir werden das gleich noch nachbetrachten, warum das kommt. Wir wollen jetzt erstmal abwarten, wo wir gleich mit den News hinkommen. Wenn ich jetzt sehe, wir sind bei 15,88. Klick, da kommt die Zahl. Schlechter als erwartet. Leicht schlechter als erwartet, nicht dramatisch. Nichts Dramatisches. Dollar-Yen leicht unter Druck. Hier sehen wir, Euro-US-Dollar geht über die 1,16. Ich habe die Zahl jetzt noch nicht gesehen. Ich mache das nur ausgehend von den News und jetzt gucken wir mal, wo sie rauskommen. Vielleicht schreibt es gleich noch jemand schneller in die Chatbox. Das hängt so ein bisschen davon ab. Aber wir werden jetzt zum Beispiel wieder abverkauft. Hier sieht man es. Ja, und wir sehen auch, das ist natürlich das, was ein bisschen blöd ist, dass der Euro zum Beispiel stärker abverkauft wird als, nee, dass der Dollar-Yen stärker anzieht als Euro-US-Dollar abverkauft wird, was natürlich nicht so gut ist für den Euro-Yen. Ist aber auch nicht dramatisch. Also 157. 157, das ist ja na, schon mal ein Datensatz, der ist ein bisschen durchwachsen, darf man ihn bezeichnen.
Also schlechter als erwartet, aber US-Dollar zum Beispiel wird jetzt nicht aggressiv abverkauft. Das ist das, was ich mit Non-Event gerade schon meinte. Was ich interessant finde, ist die Performance in Dollar-Yen. Denn eigentlich würde ich auf den Datensatz jetzt erwarten, dass Dollar-Yen hier ein bisschen aggressiver anzieht und tut es aber nicht. Also das könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass der japanische Yen doch eher schwach ist. Muss man ganz klar sagen. Also auch hier Euro-US-Dollar läuft jetzt nochmal Richtung 1,16. Man sieht übrigens jetzt wieder hier schon bereits, und wir haben die News gerade mal eine Minute verarbeitet, die Spread ist schon wieder im Bereich dessen, was man gewohnt ist. Heißt also etwas anders formuliert, dass jetzt eventuell schon wieder ausreichend Liquidität vorhanden, also bezahlt werden darf, ist genügend Liquidität vorhanden, um jetzt wieder Trades bereits einzugehen. Also wir sehen, Euro kann jetzt ein bisschen Momentum aufnehmen, aber wie gesagt, also wir sind weit davon weg, hier einen Mega-Market-Mover zu sehen, das muss man ganz klar sagen. Trotz der Tatsache, dass wir unterhalb dessen rausgekommen sind, wir können uns nämlich jetzt schon wieder auf die Slide vorher konzentrieren. Nämlich auf die, ja, neu geschaffene Stellen, kleiner 160. Ich muss mal kurz nochmal eine Schlüsselzahl mir anschauen. Die habe ich nämlich hier noch nicht gesehen. Wo sind wir denn bei den Average Hourly Earnings? Ja, die sind genau wie erwartet reingekommen. Das zeigt nämlich auch, warum der US-Dollar sich darauf so derzeit, warum der sich gerade doch relativ gut halten kann. Eben weil die Average Hourly Earnings nicht kleiner 0,3, sondern gleich 0,3 sind. Dadurch ist eben jetzt der US-Dollar dann doch tendenziell eher stabil, ja, mit leicht bärischer Tendenz, weil die eben doch kleiner als 160.000 reingekommen sind, also sogar bei 100, also kleiner 193 erstmal, aber kleiner auch der 160, die ich hier demasiert habe, also wir sind bei 157.000. Wie gesagt, Euro-US-Dollar in Anführungsstrichen bullish, das passt schon ganz gut. Ja, wir können einen Teil korrigieren. Mal schauen, wie sich das in den nächsten Stunden dann präsentiert. Wir sehen übrigens auch, wenn man jetzt hier zum Beispiel guckt, der DAX reagiert ebenfalls nicht wirklich bullish darauf, aber er redet auch nicht mega bärisch darauf. Also wir sind tatsächlich jetzt bei so einem klassischen Non-Event. Das ist alles andere als optimal für die Action. Ich würde natürlich im Zusammenhang mit der Position Euro-Yen mir wünschen, dass das jetzt ein bisschen Sorge eben initiiert. Dass vielleicht dann doch das Wirtschaftswachstum und Trade War Fears, also diese Handelskriegssorgen, dass die vielleicht die Aktienmärkte dann doch ein bisschen nach gestern, auch besonders der Aufstiege, die wir da im US-Aktienmarkt zu sehen bekommen haben, dass da so mal ein bisschen Sorge reinkommt, ein bisschen Risikoaversion, denn das wäre etwas, was auf jeden Fall einmal die Euro-Yen-Position treiben könnte. Also wir sehen nämlich, dass der Euro nicht in der Lage ist, hier wirklich bullisches Momentum aufzunehmen. Und wenn dann Sorge reinkommt, Risikoaversion, dann ist das sicherlich in der Lage, den japanischen Yen zu treiben. Und das wäre wiederum etwas, was Euro-Yen dann nochmal in Richtung seiner Tagestiefs schieben könnte und vielleicht diesen Trade sogar noch positive Ausmaß annehmen könnte. Und muss, wie gesagt, sagen, wir werden es gleich im Euro-Yen-Chart noch sehen. Das, was natürlich spannend ist, ist, dass wir mit 1,2 Pips hier nicht ausgestoppt worden sind. Das ist schon mal ganz interessant. Marty Schwartz, der sagte einmal in einem Interview in Market Wizards, ich gebe mal den Buchtipp übrigens weiter. Das ist eins der Bücher, was ich auf jeden Fall jedem Trader empfehlen würde. Kurzen Augenblick eben. Ich schaue mal eben hier parallel. Ich kümmere mich mal eben drum, den Link zu bekommen. Muss dafür ein bisschen rumklicken. Also das ist auch wieder so eine Sache, die ich hier einstreue. Das ist der sogenannte Pitbull Trader. Und der hat in dem Buch, das ist, also ich habe es auf Englisch gelesen, nichtsdestotrotz ist das auch auf Deutsch erschienen. So, und wie gesagt, das ist eins der Bücher, die ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde. So, den Link habe ich jetzt mal hier in die Chatbox gestellt. Der Marty Schwartz, der hat Folgendes gesagt. Nämlich sagte, wenn ein Trade, der sich nicht entwickelt, deine größten Sorgen, wiefern man jetzt Sorge definieren sollte, also er hat sich mal sehr martialisch ausgedrückt, auch sehr interessant. Er hat eine Vergangenheit als US-Marine und deswegen sieht er Trading eher als eine Art Krieg. Also ich sehe Trading als eher eine Art Spiel. Und will bei diesem Spiel gewinnen. Er ist dann noch einen Schritt weiter und sieht Trading eben in einer Art, als eine Art Krieg. Und das macht sich auch wie er über Trading redet, bemerkbar. Er sagt dann zum Beispiel, wenn du unter Beschuss bist, ja, dann kannst du keine rationale Entscheidung treffen. Deswegen musst du einen klaren Plan haben, den du abläufst. Also er kommuniziert Trading und das, was man berücksichtigen sollte in seinem Trading, zwar in der Art und Weise, dass es auch Sinn macht und nachvollziehbar ist, nichtsdestotrotz eben, wie gesagt, mit diesem martialischen Charakter und diesem leichten Kriegseinschlag.
Und das hat damit zu tun, weil er eben eine Vergangenheit als Marine hat. Wie gesagt, in meinem Fall, also mein Geschmack trifft es nicht. Ich sehe Trading eher als eine Art Spiel. Das wiederum trifft aber auch wiederum den Geschmack anderer nicht. Die sagen, Trading-Spiel, das hat immer so ein bisschen was mit Zocken zu tun. Das muss, glaube ich, jeder mit sich selber ausmachen. Aber die Message, die er transportiert, ist sicher nicht eine ganz richtige. Wie gesagt, wenn der Trade eben deine schlimmsten Sorgen nicht erfüllt, dann ist das eventuell sogar ein Moment, nochmal nachzuladen. Das werde ich jetzt in dem Fall hier bei Scott nicht tun und nochmal draufstocken. Aber nichtsdestotrotz, dass der, wenn ich ausgestoppt sind, könnte auch durchaus ein positives Zeichen sein. Ich bin mal gespannt, wie sich das in den kommenden Tagen, nicht kommenden Tagen, in den kommenden Stunden, muss man sagen, weil es ein Intraday-Trade ist, noch entwickelt. Ja, man sieht auch übrigens jetzt Live-Trading der Non-Farm-Payrolls. Auch das ist zum Beispiel etwas. Ich muss sagen, ich war mir heute schon fast irgendwie sicher, dass eigentlich ein Trade sehr unwahrscheinlich eingegangen werden wird. Und das wird sich auch jetzt hier nicht ändern. Letztes Mal bei den Non-Farm-Payrolls, bei der Live-Entdeckung, war es so, da haben wir eine schöne Möglichkeit gehabt aus so einer Power-Candle, weil die Zahl da wirklich dann auch einen Schub im Euro-US-Dollar war es im letzten Monat der Fall. Wir sind über ein stark auch technisch signifikantes Level gelaufen und haben dann einfach gesagt, den Rücksetzer in dieser Kerze kann man jetzt in Richtung des initialen Momentums dann traden. Das ist alles andere als der Fall. Also wir haben jetzt hier einen Stundenchart. Und wir sehen, da wird kein Momentum aufgenommen. Wir sehen kurzen Spike nach oben, wir sehen kurzen Spike nach unten und das war's. Das gleiche im DAX, kurzer Spike rauf, das ist schon eigentlich vorgängig gelaufen durch China, durch die Meldung. Das gleiche gilt auch im Euro-Yen, im Dollar-japanischen Yen. Das gleiche gilt auch hier im Goldpreis zum Beispiel. Wir können uns da mal statt dem Daily-Chart, den 15-Minuten-Chart angucken. Zahlen enttäuschen, kurzer Spike nach oben, jetzt werden wir Teil davon abverkauft. Also es ist ein 15-Minuten-Chart. Wir haben keine klare Tendenz. Wir haben keine klare Tendenz für den Trade als solchen oder keine Message des Marktes. Und in solch einem Umfeld sich zu positionieren, auf solch eine News zu positionieren, ist gemeinhin keine besonders gute Entscheidung. Deswegen halten wir uns da diesbezüglich zurück und wollen stattdessen vielleicht mal so ein bisschen Theorie nochmal aufarbeiten und ja, auch hinsichtlich der Trading-Gelegenheiten, die sich jetzt vielleicht ergeben, hier das jetzt nicht über. Wie soll ich das Wort nennen? Überstrapazieren. Ja, also wie gesagt, hier diese Quotation Marks, wie man sagt, diese Anführungszeichen, die illustrieren relativ gut, wie groß jetzt meine Erwartung ist, trotz dieser eigentlich deutlich unter der Erwartung liegenden Non-Farm-Payrolls, wie groß dann meine Erwartung ist, dass da jetzt ein richtig bullisches, starkes Momentum aufgenommen wird im Euro-US-Dollar. Sieht eher ehrlich gesprochen danach aus, als wenn die Wahrscheinlichkeit jetzt sogar auf zu schwachen Zahlen nochmal ein Stück weit größer ist, dass der Dollar Index ist es dann an dieser Stelle, dass der diese Attacke hier auf diesen Bereich fährt, also dass da vielleicht sogar noch der Push in den Abend kommt. Dann wird es sehr interessant sein, denn dann könnte auch nochmal im Euro-US-Dollar und auch im Dollar-Yen ist interessant werden, denn wir haben zu 58% in diesem US-Dollar-Index-Future hier den Euro gewichtet und nur zu rund 14% den japanischen Yen. Heißt, solch ein Push höher geht eher einher mit Euro-US-Dollar-Schwäche als mit Dollar-Yen-Stärke. Weil eben auch die Zahlen, die jetzt veröffentlicht worden sind, nicht unbedingt dann diese Zinsspekulation nochmal anschieben sind, also dazu in der Lage sind. Das heißt also, solch ein Push sollte er kommen und der US-Dollar kann sich gerade der Schwäche doch gut entziehen, die eigentlich aus solch einem Datensatz spricht. Dann wäre das eher dafür, würde das sprechen, dass der Euro-US-Dollar nochmal Momentum unter, also jetzt auch einen Rutsch unter die 1,16 initiiert, also einen schärferen Rutsch, Dynamik aufnimmt, als dass der Dollar-Yen dann eben entsprechend dieses Momentum auf der Oberseite sieht. Das ist etwas, was positiv ist, wie gesagt, für den Euro-Yen-Trade. Also ich bin mal gespannt. Aktuell ist es erstmal so, dass der Markt diese News jetzt nicht so verarbeitet, wie man es jetzt erstmal erwarten würde. Wie gesagt, Euro zieht irgendwie nochmal in Richtung seiner Tageshoch. Dollar-Yen will sich nochmal in Richtung seiner Tagestiefs anschauen. Aber dass dieses bullische Momentum ist alles andere als das, was hier auszumachen ist. Und ja, schauen wir einfach mal, wie sich die kommenden Stunden entwickeln. Ich, wie gesagt, möchte folgende Möglichkeit nutzen. Wir machen das jetzt mal ein bisschen theoretischer. Wir schauen uns nochmal kurz an, was passiert da eigentlich bei dieser Ausweitung des, einer Ausweitung des Spreads, also wie kommt dies überhaupt zustande? Und ich will dazu einen Chart nutzen, der solch eine Orderbuchleiter mal aufzeigt. Ich muss mal gucken, ob ich eine möglichst neutrale finde. Wo haben wir sie denn? Hier vielleicht? Kann man damit arbeiten? So, muss man eben gucken.
Mach das mal eben hier auf dem parallelen Bildschirm. So. Ist gerade ein bisschen schwer, weil jetzt gehen hier 10 Milliarden Ads auf. Ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, das funktioniert. Einen Augenblick. Das ist verhältnismäßig neutral. Oder was heißt verhältnismäßig? Das ist sehr neutral sogar. Kopieren. So. Klick, 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 klick. So. Ziehe ich das mal eben hier rüber. Moment. Das ist jetzt nicht so gut. Einen Augenblick. Ich mache das nochmal kurz zurück. Ich mache mal so. Einfügen. Ziehe das hier in die Mitte. So. Und jetzt hoffe ich mal, dass das auch groß genug ist. Ich versuche mal noch Folgendes, das zu vergrößern. So. Das sieht doch schick aus. So, also, so sieht ein Orderbuch aus. Was sehen wir hier in der Mitte? Wir sehen in der Mitte, in dem Fall sogar sehr wahrscheinlich den DAX. Das ist ein Future DAX. Das ist also der Blick hinter die Kulissen. Das ist das, was im FDAX an der Eurex gehandelt wird. Und jetzt kann man im Grunde genommen hier den Preis in der Mitte beliebig ersetzen. Also jetzt steht hier 12.704 auf 12.705, beziehungsweise letzte Kurs, der gerechnet wurde, war 12.704,5. Man kann da aber auch zum Beispiel 1,16 schreiben und 1,1601 im Falle des Euro-US-Dollars zum Beispiel. Worum es uns jetzt an dieser Stelle gehen soll, ist Folgendes. Nämlich, wir wollen uns die Frage stellen, wie weitet sich der Spread aus oder warum weitet er sich überhaupt aus? Und was wir ja gesehen haben hier, war, dass sich der Spread in der Tat ausgeweitet hatte. Ja, also das war jetzt hier im Euro-US-Dollar-Fall zum Beispiel so. Da sind wir hochgegangen auf über einen Pip sogar. Und also das war das, was wir gesehen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht sogar zum Zeitpunkt dann der Action, als sie wirklich in den Markt kam, sogar der Spread auf 2, 3 Pips aufgegangen ist. Aber was ist oder warum ist das überhaupt passiert? Wie ist das passiert? Nun, es ist relativ einfach. Die Marktteilnehmer, die wissen halt zum Zeitpunkt der Non-Farm Payrolls nicht, wie die veröffentlicht werden. Das kann ja, in dem Fall ist es eine Überraschung auf der Unterseite, kann diese kommen. Und sie wissen nicht, wie dann der Markt entsprechend darauf reagiert. Und was die machen ist, dass die dann hier diese grün beziehungsweise dort diese rote Seite, dass diese ausdünnt. Also das heißt, bis diese Orders, die hier drin stehen, das sind tatsächlich noch nicht mal alle Orders, die da stehen müssen. Es kann durchaus sein, dass das sogenannte Iceberg-Orders sind. Das ist die Geldseite, das sind die Leute, die bereit sind zu kaufen, das sind die Leute, die bereit sind zu verkaufen, dass diese sich dann einfach aus dem Markt verabschieden. Und wie kann man sich das dann vorstellen? Nun, die löschen diese Order einfach. Das heißt, die nehmen einfach hier von mir aus das raus, ausschneiden, klick, und die nehmen alles das raus, auch ausschneiden, klick. So, die sind einfach weg. Die löschen ihre Orders und sagen, ich warte erstmal die News ab, bis die News rausgekommen ist und wie der Markt dann auch entsprechend darauf reagiert. Und dann ist es so, dass eben auf einen Spread, der normalerweise hier einen Punkt beträgt, 12.704 auf 12.705 zum Beispiel, so wäre dann der DAX, der dann da quotiert wird. Also ich schreibe das mal als vor NFP Doppelpunkt. Da sind wir bei 12.704, 705. Das ist der Spread, den man dann entsprechend sieht. Und dann gehen wir auf im Spread. Vor NFPs, ich schreibe das mal vielleicht mal ganz bewusst auch hier hin. Sagen wir mal eine Minute vorher, eine Min vorher, zu NFPs. Das ist dann also genau 14:30 Uhr, sieht man plötzlich diese Situation im Orderbuch. Da steht dann plötzlich 12.700 auf 700. 9. Das ist die nächste Briefseite. Also so kann man dann ein entsprechendes Orderbuch auch verstehen und wie dieser Quote zustande kommt. Ja? Wir haben also 704, 705, eine Minute vorher. Und dann verschwinden diese Marktteilnehmer, sowohl auf der Geldseite, das sind die, die kaufen wollen, als auch auf der Briefseite, das sind die, die verkaufen wollen. Und plötzlich stehen wir bei 700 zu 709. Das heißt, wo wir hier ein Spread von einem Punkt haben, haben wir plötzlich ein Spread von 9 Punkten zum Beispiel. Aber weil man nie weiß, wie sich das Orderbuch ausdünnt, also wo sich denn dann noch Käufer die bereit sind zu kaufen, finden, beziehungsweise Verkäufer, die bereit sind zu verkaufen zum jeweiligen Preis. So. Und wenn dann die News draußen ist und der Markt diese News verarbeitet hat, dann kommt dieses Volumen wieder rein und dann zieht sich der Spread wieder zusammen.
dann auf dem jeweiligen Niveau, wo der Markt dann eben eine faire Bewertung des DAXes oder des Euro-US-Dollars oder Dollar-Yen oder was auch immer sieht. Und dann haben wir plötzlich einen Preis von 7,20 zu 7,21 wieder. Oder wir haben einen bei 6,80 zu 6,81 zum Beispiel. So kann man verstehen, wie es dann zu dieser Spread-Ausweitung kommt. Also relativ einfach im Grunde genommen. Das ist nur eine Unsicherheit im Markt und diese Unsicherheit, die spiegelt sich darin wieder, dass die Marktteilnehmer sagen, okay, ich nehme mich als Käufer raus, ich bin bereit zu kaufen, aber nicht rund um dieses sehr, sehr volatile Event, potenzielle volatile Event und weil ich auch nicht weiß, wo dann eben der entsprechende Datensatz rauskommt, beziehungsweise ich nehme mich auch als Verkäufer raus. Wir sehen also eine entsprechende Ausdünnung des Orderbuches und dann, sobald die News veröffentlicht ist und auch dann entsprechend diese News verarbeitet wurde, kommen diese Käufer eben entsprechend wieder in den Markt zurück und wir sehen das, was wir jetzt sehen, so eine Art, nennen wir es mal Ziehharmonika-Effekt. Ja, also das bedeutet an dieser Stelle erstmal nichts anderes, als dass die News eben dann kurze Spread-Ausweitung nach sich zieht, ja, also sich ausweitet, Ziehharmonika wird langgezogen und dann wird die Ziehharmonika wieder zusammengedrückt und schwupps geht auch der Spread entsprechend wieder zusammen. So, was wir jetzt sehen, jetzt wird es langsam interessant, jetzt sehen wir, besonders hier in der Konstellation in Gold, da gucke ich jetzt gerade drauf, es ist zwar noch nicht so, wir sind zwar kilometerweit davon entfernt, hier einen Trade zu formulieren, das ja, aber der Markt fängt offensichtlich an, Sorge zu schüren. Also das ist unweigerlich erkennbar, wenn der Goldpreis anzieht, dann ist das normalerweise eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Zins beginnt zu fallen. Also normalerweise sind Gold und der Zinsmarkt negativ miteinander korreliert. Das heißt also, wenn der Zins fällt, dann sollte der Goldpreis steigen, weil Gold dann eine Tendenz hat, als sicheres Asset nachgefragt zu werden. Und der Zins generell, der fällt, weil der negativ wiederum korreliert ist mit dem Anleihekurs. Also wenn der Anleihekurs steigt und dann fällt der Zins zeitgleich oder der Zins steigt, dann fällt der Anleihekurs. Ein steigender Anleihekurs ist normalerweise ein Zeichen dafür, dass die Marktteilnehmer nach Sicherheit streben und dann eben Anleihen und liquide Titel eben nachfragen oder eben auch Hard Assets, so nenne ich sie jetzt mal, also Goldbarren nachfragen. Wir reden zwar hier vom Papiergoldpreis, aber im übertragenen Sinne denke ich, dass das eine gute Möglichkeit ist, sich das besser vorzustellen. Die Leute wollen einfach wissen, sie haben was in der Hand, sie können was mit dem Geld anfangen, wenn es unsicher ist oder wenn es unsicher wird, beziehungsweise sie haben ein Mittel, was hochliquide ist, ein Anleihetitel, also US-Anleihen ganz besonders, die sich dann dadurch kennzeichnen, dass diese nachsteigende Nachfrage durch einen sich fallenden Zins eben widerspiegelt und dass sie dann in der Lage sind, das schnell zurückzutauschen in Zeiten volatiler Marktphasen. Und so, was wir jetzt hier sehen ist, auch hier sehen wir Euro-Yen. Wir kippen jetzt auf der Unterseite ab. Euro-Yen kann kein nachhaltiges Momentum aufnehmen. Also 1,16 ist unüberwindbar, aber Dollar-Yen kippt ab. Also auch hier ist ein Daily-Chart. Wir können auch hier mal auf die 15-Minuten-Ebene gehen. Yen zieht an. Also Rückabwicklung potenziell von Carry Trades. Gold zieht an. Eher Unsicherheit im Markt. DAX folglich, Aktien kippen ab. Also wir sind nicht dramatisch. Wir reden jetzt hier nicht von Ausverkäufen. Aber zumindest mal ist eine klare Tendenz erkennbar. Und diese klare Tendenz, die hier erkennbar ist, also noch sind wir 45 Minuten bis zur US-Eröffnung. Aber es könnte sich in den Folgestunden durchaus noch beginnen zu etablieren, stärker auszuprägen, dass da tatsächlich auch Sorge in den Markt kommt, wie von mir bereits geschildert. Wir haben also einerseits diesen Datensatz vom US-Arbeitsmarkt, der ist jetzt nicht ganz so prall. Wir können auch Folgendes übrigens mal kurz machen. Das ist ganz schön an diesem FedWatch-Tool von der Chicago Mercantile Exchange. Wir können diese Seite mal updaten und dann sehen wir, 93,6 war gerade die Zahl, das war für September. Da wird sich nicht groß was verändert haben. Wenn überhaupt, ehrlich gesagt. 93,6, dann sind wir vielleicht bei 93,5, vielleicht bei 93,4. Aber die Wahrscheinlichkeit, die wird weiterhin nahezu fast 100% sein, dass im September die Zinsen angehoben wird, 93,6. Wir erinnern uns aber dran, Dezember, da sah es danach aus, dass wir bei über 70% waren. Wir erinnern uns dran, ne? Wir hatten hier eine Wahrscheinlichkeit von fast 67%. Und wenn wir dann die nehmen, diesen Balken, 225 zu 250 Basispunkten, das ist das aktuelle Zinsniveau, und dann noch die 250, 275 drauf addieren, das sind dann die Mega Hawks, so nenne ich sie jetzt mal, die Ultra Hawks, das sind die nicht nur zwei, sondern sogar 13 Schritte seitens der Fed erwarten. Diese Wahrscheinlichkeit addierte sich hier zu über 70%. Da sind wir jetzt nicht mehr. 65,8 und 3,5 addieren sich nur noch zu 69,3. Also, das ist genau diese zweite Zinsanhebung, was ich meinte mit, wenn die Zahlen schlechter als erwartet reinkommen, dann heißt es das nicht, dass keine zweite Zinsanhebung kommt, aber genau das drückt den US-Dollar. Beziehungsweise schürt vielleicht Sorgen. Wir haben ein restriktives Umfeld, wir haben eine Fed, die den Zins anhebt und wir haben Wirtschaftszahlen, die eher so durchwachsen reinkommen.
klar, wir reden von einem News-Event. Also das ist jetzt nicht, dass plötzlich die Welt auseinanderfällt, weil eben die Arbeitsmarktzahlen aus den USA für den Monat, in dem Fall Juli, nicht überzeugt haben. Aber es ist zumindest in der Lage, Sorge zu schüren. Und wenn das jetzt ein Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt, ist nicht dramatisch, auch hier, da müssen wir erst noch hinkommen. Aber es ist eventuell in der Lage, wenn wir uns das angucken, Gold zieht an, Yen zieht an, Euro kann nicht wirklich Bullish Momentum aufnehmen und zeitgleich eben kippt auch der Aktienmarkt, in dem Fall der DAX, von seinen Tageshoch so ein bisschen ab und wir laufen Richtung 12.600 Punkten. Das könnte in den Abend hinein durchaus noch interessant werden. Ja, das könnte eben durchaus noch interessant werden. Und eventuell sind wir in der Lage, dort noch ein bisschen Momentum zu sehen. Wie gesagt, was ich gerne sehen wollen würde, Aktien unter Druck, Gold zieht an, Yen zieht an. Euro kann vielleicht nicht ganz so das Momentum aufnehmen. Warum? Naja, ich bin Euro-Yen-Short. Also ich sehe, man sieht auch, ich bin den DAX übrigens Short. Auch das wäre natürlich dann etwas, was dem noch so zusätzlich ein bisschen Momentum aufgeben würde. Wie gesagt, schauen wir einfach mal. Ich bin aber jetzt nicht übermäßig optimistisch, dass der große Knall in den Abend hineinkommt, aber das bin ich auch nicht gewesen bei diversen anderen Malen, wo eben der Aktienmarkt dann noch stärker unter Druck geraten ist. Ich bin jetzt nicht willens, man sieht es auch, ich bin nicht willens, ausgehend von der News selber eine Position einzugehen, aber ich bin durchaus willens, meine bestehenden Positionen, die Systemtrades zu halten, die sich bis jetzt nicht ganz so phänomenal entwickeln, aber sie haben sich heute auch schon mal schlechter entwickelt. Das muss man auch sagen. Und ich gestehe dem Markt da durchaus noch ein bisschen Potenzial zu, dass da eben der Yen anzieht, beziehungsweise dann auch der DAX vielleicht ein bisschen Druck eben tatsächlich sieht. Für den US-Dollar bin ich generell erstmal jetzt ein bisschen skeptisch. Zunächst einmal. So. Nein, ich habe die Frage mit dem Orderbuchspring noch nicht beantwortet. Der Jan-Peter fragt nämlich gerade, wie sieht es denn aus mit den Fragen? Auf die gehe ich jetzt mal ein. Ich möchte die auch gerne alle beantworten. Einen Moment. So. Okay, also vielen Dank erstmal für alle, die die News noch mit abgedeckt haben. Also, ja, das war allerdings eine Seite, der Jan-Peter fragt gerade, wo war denn dieser Order-Stream? Das hatte ich tatsächlich vor ganz vielen Monaten mal gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt jetzt, ob es überhaupt in der Form noch gibt. Oh, verdammt, jetzt habe ich immer gerade. Es war zu Block, diese Blockchain zu Bitcoin. Jetzt liegt mir das gerade auf der Zunge. Ich habe auch das Bild gerade vor meinem geistigen Auge. Mir fehlt gerade die Seite. Das war eine Bitcoin-Börse. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich wollte schon fast Mt. Gox sagen, aber Mt. Gox war es definitiv nicht. Ich muss kurz überlegen. Vielleicht hat jetzt jemand gerade genau diesen Gedanken zu dieser Webseite. Dann würde ich das kurz zeigen, wie dieser Orderflow ist. Denn das ist nämlich sehr schön auch börslich dann dargestellt. Man kann sich das für jedes andere Asset perfekt überlegen. Es ist ein Orderbuch, was durchläuft. Aber mir fehlt gerade der Name. Tut mir leid, ich komme gerade nicht drauf. Das Bild habe ich vor Augen, aber die Seite habe ich nicht. Bam, GDAX ist es. Danke, Günther. GDAX ist es. Einen Moment, ich schaue mal gerade wieder hier kurz auf den parallelen Bildschirm, ob die Webseite dies auch noch weiterhin zur Verfügung stellt. So. Muss man eben hier schauen. Gibt es da überhaupt noch? Die bieten das gar nicht mehr an. Sieht ganz danach aus. Gut, dass ich das jetzt hier auf dem parallelen Bildschirm aufgerufen habe. Nee, tut mir leid. Also sieht es erstmal nicht danach aus, als wenn jetzt hier tatsächlich das ist. Deswegen, ich mache die Webseite jetzt dann auch gar nicht erst auf. Ich müsste erstmal schauen, ob sich die wirklich, ob die noch so zugänglich ist. Ah, okay. Das ist auch eine Seite. Auch die teste ich mal ganz kurz hier. Ist schon mal das nächste. Es ist keine HTTPS-Geschichte. Deswegen steht jetzt hier erstmal gleich nicht sicher. Okay. Also ich müsste jetzt erstmal hier schauen. Will da gar nicht, wirklich will die Seite nicht einfach hier aufrufen. Okay, also GDAX auf jeden Fall wäre eine Möglichkeit, aber das sieht so aus, als wenn man sich da anmelden muss auf der Seite, um das dann zugänglich zu haben. Also wie gesagt, das ist eine Bitcoin-Börse. Da hatte ich das auf jeden Fall gezeigt.
Okay, also wie gesagt, die Seite, die mache ich jetzt deswegen nicht auf, weil ich dafür mich erstmal jetzt einlesen müsste, ob da auch Advertising für andere Broker irgendwie stattfindet oder sowas. Und das möchte ich an der Stelle einfach hier definitiv vermeiden. Einfach weil das einfach mal ein Tickmill-Webinar ist. Und da haben andere Broker jetzt, glaube ich, nicht so die Berechtigung, irgendwie aufzutreten. Deswegen, ich müsste das jetzt erst schauen. Ich weiß nicht, ob das wirklich sagt, anderweitig gebrandet ist, ob das neutral ist oder sonst dergleichen. So, okay, so das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, wie gesagt, also das ist auch etwas, was ja durchaus ein Thema war. Sven schreibt es gerade, wäre doch mal ganz interessant zu sehen, wie würden eigentlich jetzt die USA oder generell auch die Märkte darauf reagieren, wenn jetzt die Chinesen als größter Gläubiger der USA auftreten und einen US-Dollar auf den Markt schütten. Ich weiß übrigens gar nicht mal, ob es wirklich die Chinesen sind, die größter Gläubiger sind. Ich glaube, das hat sich in der Zwischenzeit dahingehend verschoben, dass mittlerweile Japan der größte Gläubiger ist. Ich muss gerade lachen. Ich sehe gerade Elena, die hat was geschrieben. Ich hab's gerade auch gesehen. Aber gut, das werde ich jetzt nicht weiter thematisieren. Ich habe es auch gesehen. Ja, also ich glaube, das ist mittlerweile gar nicht China, sondern es ist Japan mittlerweile als größter Gläubiger. Genau, also wie gesagt, ich bin mir allerdings nicht so sicher, ob das wirklich eine große Bedrohung darstellt, aber es war durchaus etwas, was ja thematisiert wurde, was auch im Zusammenhang wiederum Thema werden könnte. Zum Beispiel, wir haben ja diese Diskussion, was wäre eigentlich, wenn unser gesamtes Finanzsystem in der Form aufhört, so zu existieren, wie es ist, also wenn es zu einem Kollaps des kapitalistischen Systems kommt. Da gibt es sehr interessante Betrachtungen eines gewissen James Rickards. Der hat die in seinen Büchern thematisiert, auch Weltkrieg der Währung, was oder beziehungsweise, ich müsste auch da mal ganz kurz schauen, wie die jetzt heißen. Also James Rickards kann man auch bei Google beziehungsweise bei Amazon relativ zügig finden, der dann auch da mal die Option thematisierte, wie sehr dann eigentlich eine Neuverteilung oder eine Grundverschiebung aus an diesem Verhandlungstisch der einzelnen Nationen, so ähnlich nach Bretton Woods Charakter mehr oder minder. Und er formulierte dort, auch durchaus ja als Goldbulle bekannt, er thematisierte dort dann eben die Möglichkeit, dass man ausgehend von Goldbeständen sich dort dann eine Aufteilung der Welt, also der nachkapitalistischen Welt, nachkapitalistischen oder einer anderen kapitalistischen Welt eben vorstellen könnte. Was auch wiederum erklären könnte, warum die Russen beispielsweise ja bekannt als einer der größten Käufer im Bereich physischen Goldes eben aktuell anzutreffen sind. Also äußerst interessant. Also äußerst, äußerst interessant auf jeden Fall, ohne dass wir jetzt allerdings da jetzt näher en Detail gehen wollen. Ja, die Zeiten sind vorbei. Martin sagt es gerade. Es gab mal Zeiten, da sind NFP-Kerzen größer 100 Pips gewesen. In der Tat. Also die Zeiten sind leider vorüber. So, wir sehen jetzt übrigens gerade, US-Dollar jetzt kann er gerade doch ein bisschen anziehen. Wir sehen das, also wir erkennen das auch hier. Das Momentum im Gold kommt wieder zum Erliegen. Dollar-Yen zieht jetzt wiederum an. Allerdings zieht der Dollar zum Euro zum Beispiel stärker an, was sich wiederum hieran erkennbar macht, dass nämlich Euro-Yen nochmal in Richtung dort der Tagestiefs eben sich orientiert. Wie gesagt, wir sind mal gespannt. Eine halbe Stunde noch bis zur ersten Eröffnung. Das könnte nochmal interessant werden. Okay, ich komme mal kurz. Das ist jetzt nochmal ein letzter Versuch meinerseits, vielleicht da die. Ja, ich hab die Seite. Okay, das ist dann. Na, obwohl. Ja. Ja, ich glaube, das können wir zeigen. Das ist kein Problem. Das ist nämlich auch für die Webseite hier von Coinbase. Hoppala. So. Und ich habe jetzt den Entry, ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe ihn nicht gefunden. Also so heißt die. Das ist GDAX. Die routet jetzt weiter auf Coinbase. Und so sah das aus.
damals, noch vor einem halben Jahr. Da ist das aber sofort aufgegangen und jetzt muss man sich da irgendwie einloggen. Aber da ist dann entsprechend hier so das Orderbuch durchgelaufen. Da konnte man das sehen, sowohl die Geld- als auch entsprechend die Briefseiten. Das war sehr schön aufgemacht, also in der Tat. Im Grundprinzip, wie gesagt, geht das alles in die Richtung, was ich hier beschrieben hatte mit dieser Grafik. Also wo eben tatsächlich dort durch die Liquidität auf der Geld- bzw. Briefseite reduziert, eben kurz zu den Non-Farm Payrolls und dann eben wieder entsprechend zurückläuft. Also nämlich dann genau in diesem Bereich. Nee, funktioniert nicht. Oh, verdammt. Jetzt habe ich einen Schritt zu viel gemacht. Also normalerweise sollte jetzt hier auch die weißen Kästen weggehen und dann zieht sich die Liquidität wieder entsprechend zusammen. Oh, jetzt, okay, jetzt wird es langsam interessant. View Exchange oben rechts. Mal gucken. Doch noch zugänglich. Cool. Ja, so sieht das aus. Jetzt haben wir es doch noch hinbekommen zum Ende. Also so kann man sich das mehr oder weniger vorstellen. Das ist jetzt das Beispiel eben ich nenne sie jetzt mal Open Exchange, dieser offenen Börse, wo man Bitcoins traden kann. Also das ist jetzt hier, man kann es sehen, das ist, glaube ich, Bitcoin Cash. Ich glaube hier Bitcoin. So, das ist jetzt der Bitcoin im US-Dollar zum Beispiel. Also so, wie man sich das mit dem Orderbuch vorstellen kann, wie das so ineinander läuft, auf jeden Fall. Perfekt. Vielen Dank. Ja, also wie gesagt, das ist Coinbase. Coinbase heißt die Webseite für Jan-Peter. Ja, wie gesagt, es war mal GDAX, jetzt ist es Coinbase. Okay, so, ich glaube, ich habe alle Fragen beantwortet. Dürfte es sein. Ja. Für mich und mein Trading, nein, ich konnte bei der Erstmal-Entscheidung keinerlei Auswirkungen bei mir feststellen. Aber das hat, wie gesagt, auch mit der Professionalisierung zu tun. Am Markt auch nicht. Auch nicht, in keiner Weise. Also irgendwie, dass das Volumen jetzt massiv zurückgegangen ist oder sonst dergleichen. Nein, wirklich an meinem Ende nichts feststellen können in irgendeiner Form. Sicherlich, man ist mal gespannt. Das muss man sicher jetzt mal ein paar Monate sicherlich wirken lassen. Aber es könnte durchaus ja sein, wir wollen nochmal hier zurückgehen auf die Handelsplattform. Jetzt dreht übrigens hier. Yen gerade zieht an. Sehr schön. Und Euro kann nicht weiter profitieren. Also Euro US-Dollar unterhalb 1,16. Dollar-Yen kann sich im Bereich um 111,40 stabilisieren und dadurch zieht jetzt auch dieser Trade gerade nochmal in Richtung Tagestiefs an. Also damit hätte ich jetzt nochmal, ich hätte das nicht erwartet, weil wir, wie gesagt, kurz davor waren, ausgestoppt zu werden und jetzt sehen wir eben hier, dass der Markt in Richtung Tagestiefs läuft. Also es könnte vielleicht sogar noch sein, ich will es nicht beschreien, aber wer weiß, wenn da jetzt noch ein bisschen Risikoaversion reinkommt, dass der Trade sogar nochmal sich in Richtung Take-Profit orientiert und dann sind wir wiederum bei Marty Schwartz. Ich hatte den Link eingestellt gehabt, der, wie gesagt, mal sagte, dass der Trade, wenn er das schlimmste zu erwartende Szenario, in dem Fall wäre es das Reißen des Stops nicht erreicht, wäre es sogar nochmal die Idee nachzuladen. Wie gesagt, ich denke nicht, dass das jetzt das richtige Marktumfeld ist, um da den Trade nochmal aufzumunitionieren, aber man sieht schon, es ist sicherlich eine positivere Entwicklung als die ja kurzzeitig sich abzeichnete. Wie gesagt, ich bin mal gespannt. Ich wäre sehr positiv überrascht, wenn Euro ja nochmal ins Laufen kommt. Aber wie gesagt, also das mit der Erstmalentscheidung, das wird interessant zu sehen sein, weil auch in Japan gab es ja mal eine Hebelrestriktion und diese Hebelrestriktion in Japan wiederum hat jetzt nicht dazu geführt, dass der Markt dort kollabiert ist, sondern tatsächlich sogar das Volumen sogar nochmal deutlicher anzog. Also Japan ist da ein sehr, sehr interessanter Markt, den man sich auch definitiv mal anschauen kann, also sicherlich auch aus institutioneller Perspektive nochmal betrachtet. Grundsätzlich, um die Frage allerdings zu beantworten, wie gesagt, ich hab nichts feststellen können an meinem Ende. Ja. Gut. Jo, das wäre es meinerseits gewesen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Wie gesagt, es gab jetzt kein Live-Trading in der Form, wie ihr es vielleicht erwartet hatte, aber dafür haben die Non-Farm Payrolls einfach auch nicht genug hergegeben. Ich bin sehr gespannt, wie sich jetzt die Trades, die ich, wie gesagt, hier habe, Euro-Yen ganz besonders, aber eben eventuell auch nochmal der DAX, der sich jetzt nicht so phänomenal präsentiert, aber auch zum Beispiel hier ist nicht dramatisch negativ entwickelt. Also er liegt weiterhin im Bereich um seinen Eröffnungskurs leicht negativ. Also wir sind mal gespannt, wie sich das jetzt hier noch darstellt. DAX Short, Euro-Yen Short. Das ist also insgesamt erstmal etwas, was von Risikoaversion profitieren würde. Wir lassen uns überraschen. Also beide Trades sind noch am Laufen. Übrigens, das kann man ja auch sehen. Ich möchte auch übrigens dann noch mal die Möglichkeit nutzen, hier auf die Folien einzugehen.
Wir hatten die Trading-Psychologie schon thematisiert, wir werden das aber nochmal thematisieren. Es gab schon mal schlechtere Zeiten für das Handelskonto. Ja, also mittlerweile, wir sehen so einen kleinen Upswing auf jeden Fall. Und ich lade alle herzlich ein zum Trading-Psychologie-Webinar. Nächste Woche Dienstag ist es, am 7.8.2018, 19 Uhr. Das ist dann auch After Hours, sage ich mal so, nach der Arbeitszeit. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der ganz genüsslich seinen Urlaub genießt und auf der Terrasse sitzt und sich denkt, Mensch, so ein bisschen Trading-Psychologie von Tickmill, die gucke ich mir jetzt gerne mal an. Die ist eine Woche wieder ein Thema. Und da werden wir natürlich jetzt nicht nur zur Theorie eingehen, sondern auch, wie sich dieses Wissen darum, was wir überhaupt tun, jetzt auch dann in der Praxis wiederum wiederfindet, dass ich nämlich einfach den Handelsansatz weitergetradet habe. Euro-Yen hat zwei, drei sehr, sehr schöne Trades eben tatsächlich generiert und kann sich gerade so ein bisschen stabilisieren. Also wir sind sicherlich weit davon weg, wieder im Bereich des sogenannten Solls zu verweilen. Soll, das können wir nur dann machen, wenn wir einen klaren Erwartungswert haben. Aber wir sind auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Und das macht sich auch gleich in der Kapitalkurve bemerkbar. Wir sind, wie gesagt, auch hier weiterhin erstmal unter Wasser, aber wir sind auch wieder schon ein bisschen näher an die Wasseroberfläche geschwommen. Und das werden wir nächste Woche in diesem Trading-Psychologie-Webinar dann nochmal zum Thema machen, 19 Uhr. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Happy Trading, passt auf eure Stops auf und ja. Wie gesagt, Non-Farm Payrolls haben wir leider nicht das versprochen oder nicht das gehalten, was sie vielleicht versprochen haben, in höhere Volatilität. Aber da könnte ja vielleicht durchaus noch mal eine Überraschung kommen in den Abend dann und in den Wochenschluss hinein. Also Märkte dürften auf jeden Fall spannend bleiben und die Trades, die wir haben, die Nachbetrachtung werden wir sicherlich dann auch mit einfließen lassen in diese Trading-Psychologie. Und schön. Also ich sehe jetzt schon erste positive Feedbacks. Freut mich. Also hat auf jeden Fall was dennoch gebracht, auch wenn die Non-Farm Payrolls jetzt nicht so phänomenal die Vola begünstigt haben. Nächste Woche Dienstag hören wir uns auf jeden Fall wieder, 19 Uhr. Happy Trading, schönes Wochenende. Erholt euch gut, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.